Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen beim Scharfschützen-Simulator 2016. Spät kam er raus, aber jetzt haben wir ihn. Na Spaß, wir sind bei Fallout 4. Ich stehe nur auf dem Dach herum und habe kein Scharfschützengewehr in der Hand, sondern ein Sturmgewehr. Und wir werden zurück zu den Kindern des Atoms reisen. Und mal mit ein paar Leuten quatschen versuchen. Unter anderem auch mit dem verehrten, und Anführungszeichen verehrten, Hohepriester. Jo. Da haben wir ein bisschen was zum Bequatschen, zum einen auch dessen Zerstörung und so weiter und so fort. Denke ich mal, dass ich das auch mitmache. Auf jeden Fall, ja, gibt's was zu besprechen. So, also. Ich möchte auch gerne mal vorher noch schnell, questmäßig, habe ich das jetzt alles brav gemacht? Haben wir das, Hoher Beichtvater, so heißt er, ne? Ja, Entschuldigung. Also, rein mit uns hier. Servus. Ja, ja, die leuchten. Wie ein radioaktiver... Irgendwas. Ja. So. La. Da. Hallo, ihr Gratler. Wo seid ihr denn? Her, von und zu. Peichtvater. Irgendwer will mir das schon wieder. Ich glaube, der ist ober uns. Der ist. Na. Ich könnte nicht einmal schlafen, verstehst? Ja, Amen. So, wo sind jetzt die Leute? Ich habe keine Ahnung, wo da... Mhm, aha. Da drüben vielleicht? Schnappidi, schnapp, schnapp. Da ist jemand. Hallo, Herr Richter. Entschuldigung. Ja? Ich meine, gepriesen sei Ad... Moment. Du bist der neue Konvertit. Hast du zufällig Bruder Devin gesehen? Kränklicher Typ, betet allein. Wer? Sarkastisch. Hab Devin gesehen. Muss ihn übersehen haben. Wer? Bruder Devin. Schmächtiger Typ. Am Eingang zur Bucht. Sieht langsam aus wie ein Ghoul mit Haaren. Nicht sehr gut. Bruder Devin fastet schon eine ganze Weile. Kein Essen, nur verstrahltes Wasser. So wartet er auf ein Zeichen von Atom. Die meisten würden sagen, dass es bewundernswert ist, sich Atom so anzuvertrauen. Was meinst du? Was denkst du? Seine Entscheidung bewundernswert klingt verrückt. Was meinst du? Warum? Was denkst du? Ich habe meine Meinung. Im Moment interessiert mich aber deine. Was denkst du über sein Fasten? Seine Entscheidung bewundernswert klingt verrückt. Bewundernswert? Der Devins Handeln ist bewundernswert. Er zeigt wahre Hingabe. Ich meine, der Junge ist hart im Nehmen, klar. Aber... Also, ich und Devin, wir wurden nicht mit Atoms Segen wie all die anderen geboren. Strahlung schadet uns. Jetzt glaubt Devin, dass Atom ihm eine Offenbarung oder sowas schickt, wenn er fastet und Medizin ablehnt, bis er stirbt. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber auf mich hört er nicht mehr. Und alle anderen denken, dass ein Fasten eine super Idee ist. Wir kennen uns nicht, aber wenn du ihn dazu bringst, aufzuhören, schulde ich dir was. Hab Strahlungsmedizin, die könntest du haben. Und ein Rezept. Echt praktisch für Leute wie uns. Was meinst du? Redest du mal mit ihm? Jo, ich probier's mal. Strahlungsmedizin? Devin sollte ermutigt werden. Ich rede mit ihm. Nicht mein Problem. Strahlungsmedizin? Strahlungsmedizin? Ist die erlaubt? Niemand stört sich daran, wenn du das Leuchten entfernst, falls du das meinst. Wir wurden eben nicht alle mit seinem Segen geboren. Aber mein Gebräu senkt die Strahlenbelastung und gibt Energie. Wenn ich ab jetzt eine Ladung mache, kannst du gerne was abhaben. Ich gebe dir außerdem noch das Rezept. Also, bist du bereit, Bruder Devin sein Fasten auszureden? Freilich, machen wir doch gern. Okay, klar. Ich rede mit ihm. Oh, danke. Aber mach bitte schnell, ja? Er sieht langsam übel aus. Jawohl, mach mal. Trotzdem müssen wir zuerst mit gnädiger Herrschaft sprechen. Sprechen, musste Mark ins Sprechen. Da vorne ist der eine Gradler, Servus. Wird siegen.
Schwester Gwyneth kommt zurück. Sie will Buße für ihre Taten tun. Hast sie zur Vernunft gebracht, ne? Hatte sie schon abgeschrieben. Ich kann nicht versprechen, dass der hohe Beichtvater sie nicht sofort tötet. Dennoch, eine Geschichte von Sünde und Vergeltung ist ein gutes Beispiel. Du hast gute Arbeit geleistet und deine Hingabe und, noch wichtiger, deine Loyalität bewiesen. Atum lächelt heute auf dich herab, Schwester. Ja, das sehe ich auch. So strahlend. Ja. Werde ich dafür bezahlt? Sarkastisch. Gepriesen sei Atom. Belohnung verlangen. Gepriesen sei Atom. Gepriesen sei Atom. Hier, nimm. Das ist nicht nur eine Waffe, sondern eines unserer heiligen Artefakte. Ziehe aus und zeige Atoms Feinden keine Gnade. Atoms Urteil. Plus 100 Strahlungsschaden. Bravo, schöner Hammer. Ich denke mal, danke. So, jetzt wäre noch schön. Ich bin überladen. Äda! Bitte. Weiß, teure Äda! Dann machen wir hier mal auf oder gehen wir hier mal rein. Da müsste hier dann dieser Beichtvater sein. Nehme ich stark an. Huch. Ich habe jetzt Schrott gelesen statt Schott. Alter! Äda, ich brauche dich. Bitte. Oh ja, bitte. Ich flehe dich an, hilf mir schleppen. So, das und das dabei weg und das dabei weg und das weg. Und jenes und den da. So. Das behalte ich alles. Ich denke mal, den Schrott kann sie haben. Den ganzen, den wir dabei bei uns tragen tun. So, der Rest. Ja, scheint dabei zu passen. Hallo. Sei respektvoll. Du wandelst durch heilige Hallen. Ha, ich habe schon von unserem neuen Mitglied gehört. Willkommen, Schwester. Wie fühlt es sich an, seinen Platz unter Atoms Auserwählten einzunehmen? Oh, scheiße. Die Synchronstimme von Khor Kalom. Gothic 1. Oh je. Das passt wie die Faust aufs Auge gerade. Entschuldigt bitte, Sektenspinner-Chef hier und Sektenspinner-Chef in Gothic. Wahnsinn. Wenn das alles ist. Alter. Atoms Auserwählte. Zu viel Strahlung. Eine Ehre. Umgeben von Fanatikern. Eine Ehre. Es ist mir eine Ehre, hoher Beichtvater. Freut mich, dass du so denkst. Es gibt viele, die Atoms Gnade vergeuden würden. Lass mich dir eine Frage stellen. Du warst also schon in Far Harbor, ja? Hast die Barrieren gegen Atoms heiligen Nebel gesehen? Die ketzerische Weigerung der Bewohner, sein Reich zu verlassen? Was würdest du mit so einem Ort tun? Verhaber so schlimm, ich weiß nicht. Frieden schließen, auslöschen, Frieden schließen. Ihnen reden, versuchen Frieden zu schließen. Glaubst du, wir hätten das nicht versucht? Jahrelang bettelte mein Vorgänger um Frieden, während Verhaber mehr und mehr zu einer Bastion der Ketzerei wurde. Wir wollten ihnen helfen, ihnen Atoms Licht bringen. Viele der unseren bezahlten dafür mit dem Leben. Aber jetzt... Da ich hoher Beichtvater bin, sind diese Zeiten vorbei. Alle von Atoms Feinden, ob Verhaber hinter diesen ach so wertvollen Kondensatoren oder der alte Roboter, der seine Erinnerung in unserem Heim versteckt. Sie werden erkennen, dass Atom der alleinige Herrscher über diese Insel ist. Aber nur durch Einheit können wir Erfolg haben. Atom erwartet von all seinen Kindern unbedingte Hingabe. Akzeptiere das und du kannst es hier weit bringen. Und brauchst du noch irgendwas anderes? Fragen. Ich würde der Familie gerne helfen. Mutter Ikone zeigen. Turbine, Tod, Mann, Stahlung. Tod, Mann, Schaltung. Entschuldigung, Stahlung, genau. Mutter Ikone zeigen. Ich habe diese Ikone gefunden. Der Großfanatiker meinte, du hättest Interesse an ihr. Ist das... Die Mutter? Es stimmt also. Du hast die Mutter des Nebels gesehen? Viele Kinder des Atoms hoffen ein Leben lang auf einen derartigen Segen.
Offenbar erwartet Atom Großes von dir, Kind. So wie ich auch. Also, gab es sonst noch etwas? Der Startschlüssel für das U-Boot. Fragen. Würdest du mir ein paar Fragen beantworten? Sicher. Was möchtest du wissen? Machen wir die Fragen. Vorheriger Beichtvater? Fragezeichen. Was ist dem hohen Beichtvater vor dir passiert? Morten? Das weiß niemand. Er schlief in seiner Kammer im Schiff und am nächsten Morgen war er einfach verschwunden. Die anderen Fanatiker haben nach ihm gesucht, aber ohne Erfolg. Es würde mich nicht wundern, wenn er nach Far Harbor gegangen oder nach Süden geflüchtet wäre. Seine Treue Atom gegenüber war fragwürdig. Er hat nichts unternommen, als in Far Harbor einer unserer Missionare exekutiert wurde. Ich würde also sagen, es ist gut so, dass er verschwunden ist. Missionar. Strahlenkrankheit vermeiden, Kinder für den Nebel verantwortlich, sonst nichts. Missionar? Was ist diesem Missionar zugestoßen? Etwas Abscheuliches. Unser Bruder Andrews wollte dem Nebel trotzen, dieser schrecklichen Stadt Atoms Licht bringen und die Heiden an ihre Übertretungen erinnern. Wie ich hörte, hat er kaum ein Wort gesprochen, bevor sie ihn kaltblütig ermordeten. Wegen nichts weiter als seiner Hingabe, Bestien. Das ist aber nicht nett. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, wer das war. Dieser eine Bärtige, der immer schlecht gelaunt ist, ne? Kann ich mir halt zumindest vorstellen. Könnte sich vielleicht auch um einen Unfall gehandelt haben. Das müssen wir nachfragen. Strahlenkrankheit vermeiden? Auf der Insel herrscht eine hohe Strahlung. Werden die Leute nicht krank? Einige werden es. Aber die meisten sind seit der Geburt mit einer Verbundenheit zum Leuchten gesegnet. Für uns ist es nicht mehr als ein Sommerregen, warm und angenehm. Das ist der Grund dafür, dass ein Ort wie diese Insel für seine Kinder gedacht ist. Andere verenden Elend, während wir geduldig auf die Spaltung warten. Spaltung? Bitte was? Kannst du mir über die Spaltung erzählen? Atoms größtes Geschenk. In uns stecken Milliarden unsichtbare Welten, die darauf warten, von seinem Leuchten berührt und durch Spaltung wiedergeboren zu werden. Während des Großen Krieges wurde es vielen zuteil, auch wenn ihnen das nicht klar war. Aber inzwischen ist es oft ein langsamer Prozess. Nur durch jahrelange Einwirkung lässt er sich abschließen. Wir alle sind hier, um in unserem Leben die Spaltung zu erfahren, ganz gleich, wie lange es dauert. Hast du sonst noch Fragen? Gratuliere. Kinder für den Nebel verantwortlich. Ich habe gehört, die Kinder wären für den Nebel verantwortlich. Stimmt das? Natürlich. Den Nebel gab es bereits vor unserer Ankunft, sicher. Aber damals trat er nur gelegentlich auf. Aber dank unseres Glaubens, unserer Hingabe der Familie gegenüber, ergriff Atom die Insel, nahm mehr und mehr Land für uns in Besitz, bis alles in seiner Hand lag. Hast du noch weitere Fragen? An diesen Ort kommen? Wie seid ihr an diesen Ort gekommen? Wir wurden vor vielen Jahren hierher geführt, nachdem wir aus Far Harbor verbannt wurden. Der erste von uns, mein Vorgänger Martin und ich, gingen auf Geheiß von Atoms großem Propheten Beichtvater Cromwell nach Norden. Als wir aus dem Ödland der Hauptstadt hier ankamen, gab es einige Seelen, die offen für Atoms Botschaft waren. Anna, der Alchemist, war früher die Ärztin von Far Harbor, bevor sie das Licht fand. Aber die meisten hielten uns für eine Bedrohung. Wir wurden aus der Stadt in die Wildnis gejagt. Wir kamen gerade so mit dem Leben davon. Einige von uns waren danach nie wieder so wie früher. Wir haben nur dank Atoms Gnade überlebt und endlich diesen Ort gefunden, den wir nun unsere Heimat nennen. Okay, das wär's mal mit der Fragerei. Atom sei mit dir. Und mit deinem Geiste. Keine Ahnung. Was nun? Hilf dem hohen Beichtvater.
Gut, bei was jetzt eigentlich? Bring Bruder Devin dazu, mit dem Fasten aufzuhören. Ich glaube, da muss ich nochmal mit dem quatschen. Wenn du ein Licht durch den Nebel schweben siehst, lauf weg. Der Angler hat dich bestimmt schon gesehen. Ah. Entschuldigung, hoher Beichtvater? Ja, was gibt es denn, mein Kind? Ich würde der Familie gerne helfen. Der Startschlüssel für das U-Boot. Ei! Warte, nein, nicht so. Gerne helfen? Ich würde der Familie gerne helfen. Kann ich irgendwas tun? Voller Eifer. Es gibt da ein Mitglied in unserer Mitte, das ich schon länger verdächtige. Meine eigenen Nachforschungen waren ergebnislos. Aber du bist neu hier. Das macht es dir leichter, die Wahrheit herauszufinden. Ich möchte, dass du Nachforschungen zu dieser Person anstellst. Solltest du Beweise für Ketzerei oder Illoyalität finden, bring sie sofort zu mir. Zeige, dass man dir trauen kann und du wirst belohnt werden. Wonach soll ich suchen? Wonach genau soll ich suchen? Handfeste Beweise für jegliche Intrigen gegen mich oder die Familie. Oder Respektlosigkeit gegenüber Atom. Solche Vergehen dürfen nicht zugelassen werden. Um wen handelt es sich? Bitte. Aber was soll's? So gut wie erledigt, Chefchen. So gut wie erledigt. Wunderbar. Bring alles, was du herausfindest, direkt zu mir. Hier, die fragliche Person. Du musst sehr gründlich vorgehen. Das ist deine Chance, dich Atom zu beweisen. Danke. Ich wollte nur speichern kurz, weil für den Fall der Fälle, dass ich jetzt mit diesem Startschlüssel-Geschichtel da U-Boot und so weiter Blödsinn mache. Bewiesen sei Atom, mein Kind. Brauchst du etwas? Ja. Zum einen. Turbinen-Totmann-Schaltung. Die Turbine, die Fahrhabers Kondensatoren versorgt. Dima hat eine Totmann-Schaltung eingebaut, aber ich habe einen Code gefunden, um sie dauerhaft zu deaktivieren. Dima, ich wusste, diese Maschine ist der Schlüssel. Aber das unterstreicht wohl nur wieder, dass wir ein heiliges Ziel verfolgen. Selbst Verhabers sogenannter Retter wusste, dass diesen Bestien nicht zu trauen ist. Endlich hat Atom uns, dir, die Chance gegeben, das zurückzuholen, was rechtmäßig uns gehört. Wir können das fehlende Stück von Atomsreich ein für alle Mal wiederherstellen. Sag mir, bist du bereit zu tun, was getan werden muss? Nicht ohne Belohnung. Was geschieht mit Verhaber? Bin ich. Überlege noch. Was geschieht ich mit ihm? Ich weiß nicht. Was geschieht mit Verhaber, wenn die Kondensatoren weg sind? Was schon längst hätte passieren sollen. Atoms heiliger Nebel wird die Stadt umhüllen und die Kreaturen der Insel werden folgen. Dann wird Verhaber Geschichte sein. Bist du bereit dafür? Ich überlege noch. Ich überlege noch. Was gibt es da zu entscheiden? Verhaber hat deiner Familie geschadet, unseren strahlenden Herrn verwehrt. Aber Atom hat dir das Werkzeug zur neuen Ordnung gegeben. Ich kann verstehen, wenn du etwas Zeit brauchst, um dich bereit zu machen. Aber du solltest Atom nicht zu lange warten lassen. Geh und tu, wofür du von Atom bestimmt wurdest. Warte. Entschuldigung, hoher Beichtvater? Willkommen zurück. Ich habe noch nicht von der Zerstörung Verhabers gehört. Es wäre unklug. Okay, laden. Hab schon gemerkt, das haut nicht so hin. Nochmal laden. Zuerst das andere, also ihre sendere Vernichtung und dann vielleicht mit Verhaber. Dann müsste es passen. So. Entschuldigung. Entschuldigung, hoher Beichtvater. Gepriesen sei Atom, mein Kind. Brauchst du etwas? Ja, und zwar Startschlüssel für das U-Boot. Ich wollte dich was zu dem Startschlüssel für die Atomraketen des U-Boots fragen. Der Schlüssel zur Spaltung. Ja. Wieder vereint mit Atom, mit nur einem Handgriff. Ein Objekt wahrer Macht, das aber leider verloren ging. Was möchtest du wissen?
nach dem Schlüssel gesucht, zum Auslösen der Atombombe verwenden, dem hohen Beichtvater den Schlüssel geben. Vergiss es. Nach Schlüssel gesucht. Hast du nach dem Schlüssel gesucht? Es gab Zeiten, in der wir intensiver nach ihm gesucht haben. Aber nach Jahren der erfolglosen Suche sahen wir es als Zeichen. Wenn Atom wollte, dass wir ein solches Relikt haben, hätte er uns zu ihm geführt. Zum Auslöser der Atombombe verwenden? Wenn du den Schlüssel hättest, würdest du die Atombombe abschießen, um die Spaltung herbeizuführen? Das habe ich mich schon oft gefragt. Die sofortige Wiedergeburt als unzählige neue Welten zu erleben, es gibt kaum ein größeres Geschenk. Aber diese Insel, Atoms Königreich, uns wurde dieser Ort anvertraut. Ihn zurückzulassen, das wäre eine Beleidigung für alles, was er uns gewährt hat. Solch eine große Spaltung ist nicht der Weg unserer Familie. Es ist Zeit für die Spaltung. Dem hohen Beichtvater den Schlüssel geben, vergiss es. Zeit für die Spaltung? Ich glaube, du solltest deine Meinung zur Verwendung der Atomraketen noch einmal überdenken. Wirklich? Und wieso? Hingabe unter Beweis stellen. Atom hat mich geschickt. Das ist sein Plan. Atom hat mich geschickt? Denk an die Omen, Beichtvater. Ich bin hier, weil Atom will, dass ich euch helfe. Und ich sage euch, die Atomrakete ist der einzig wahre Weg zu ihm. Er hat dich geschickt. Ja, es ergibt alles Sinn. Der wahre Weg. Aber ohne den Schlüssel bleibt das alles Theorie. Okay. Geht ich glaube immer noch, es ist richtig, die Atomraketen für die Spaltung zu verwenden. Du musst mich nicht weiter überzeugen, mein Kind. Aber bis der Schlüssel gefunden ist, können wir nichts tun. Okay, vergiss es. Weißt du, vergiss es. Möge Atom dich auf deinem Weg leiten. Das mit Verhaber lasse ich nochmal. Lasse ich mal. Der will nämlich die Zerstörung und so weiter und das lassen wir mal. Ist das ein Pip-Boy? Du bist der erste Vault-Bewohner, der sich den Kindern anschließt. Ja, hurra. Juhu. So, gehen wir mal wieder. So, Quests mal anklubschen. Ja. So. Dann werden wir Detektiv spielen. Detektiv. Hexenjagd. So. Den Bruder. Schiffsbrecher und so weiter. Ja. Also wie gesagt, den beiden mal helfen, dann müsste das schon wieder passen. So, also. Wo ist diese Gnädige? Oder der gnädige Herr da, der Kerl? Ist, glaube ich, alles draußen, ne? Da drinnen ist, glaube ich, niemand mehr, ne? Außer der eine Ketzer da, ne? Da unten? Kann ich da runterhüpfen? Ist das gescheit? Ich glaube nicht, oder? Verhaber hatte seine Chance, Atoms Wort anzunehmen. Jetzt ist es zu spät. Ja. Es ist zu spät. Da drüben ist er. La 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 ram di dam di dam. Tap 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 tap. Huch, da komme ich nicht hin, ne? Jawohl, passt schon. Ah, der so wimmert, das ist er. Hallöchen, Devin. Hallo. Heiliger Atom von diesem Ort. Oh, bist du es? Oh, Heiliger. Oh, tut mir leid, Schwester. Ich dachte, du wärst... Ja. Ach, vergiss es. Was gibt's? Erwartest du wen? Brauchst ein neues Hobby. Wer hat mich geschickt? Nichts. Erwartest du jemanden? Scheinst jemanden zu erwarten. Das tue ich. Atom ist mir erschienen und ich muss seinem Befehl gehorchen. Was hast du gesehen? Sarkastisch. Atoms Befehl. Atom gibt es nicht. Boah. Was hast du gesehen? Atom kam zu dir? Was hast du gesehen? Meine Erlösung. Jet war viele Jahre lang mein Leben. Eines Tages war ich im Wald und nahm mein Gift, als eine Kreatur aus dem Himmel zu mir hinabstieg. Ein grüner Hirsch, umgeben vom heiligen Leuchten.
Er befahl mir, ich solle zum Nukleus zurückkehren, meine Sünden hinter mir lassen und mich Atom hingeben. Für meine Hingabe würde Atom noch einen Boten schicken, der mich für immer befreien wird. Und deshalb muss ich hier warten, Schwester. Vision oder Halluzination? Ich bin Atoms Bote. Das ist Selbstmord. Wir reden später. Ich bin der Bote. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich bin Atoms Bote. Und ich bin gekommen, um dich von deinen Fesseln zu befreien. Puh, puh. So. Und das bleibt unter uns, okay? Du bist der Bote? Die Fesseln? Fort? Ist es so? Oh, danke. Danke, euer Leuchten. Und keine Aber Sorge, gerne Bote. Doch. Dein Geheimnis ist sicher bei mir. Oh, bei Atom. Danke. Ich kann es kaum glauben. Ah, schön. Ach Gottchen. Sehr schön. Und da müssen wir noch diesen möglichen Ketzer finden, ne? Ah, da ist er. Also nicht der Ketzer, sondern der Auftraggeber. Du hast es geschafft. Wenn ich was Neues brauche, kannst du was davon haben. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann, lass es mich wissen. Warum lebst du hier? Warum solche Sorgen um Devin? Wahres Gebräu. Wahres, genau, Entschuldigung, wahres Gebräu. Im Moment nix. Warum lebst du hier? Du hast erwähnt, Strahlung würde dir schaden. Warum lebst du an einem solchen Ort? Ist besser als das, wo ich herkomme. Vor meiner Zeit in der Familie war ich Fallensteller. War mit ein paar üblen Typen im Nebel unterwegs. Konnten gerade so überleben. Ich hatte ein Messer unterm Kissen, damit mir nachts niemand das Essen klaut. Aber eines Tages stießen wir bei der Jagd auf den hohen Beichtvater Tektes und seine Leute. Wir umzingelten sie und nahmen sie gefangen. Dachten, wir könnten sie gegen etwas Essen und Munition eintauschen. Ich musste sie bewachen und ich kam mit dem hohen Beichtvater ins Gespräch. Du kannst dir vermutlich denken, was dann passiert ist. Die Fallensteller angegriffen. Warum solche Sorgen um Devin? Also nochmal dasselbe. Die Fallensteller angegriffen? Hast du die Fallensteller angegriffen? Der Beichtvater begann mir vom Leben im Nukleus zu erzählen. Vom Leben mit Atom. Drei Mahlzeiten am Tag. Keine Angst, im Schlaf gefressen zu werden. Die Strahlung war gar nicht so schlimm. Außerdem hatte ich mein Gebräu dafür. Es war eine ziemlich leichte Entscheidung. Ich habe den Kindern geholfen, die Fallensteller zu erledigen und habe hier ein neues Leben angefangen. Kann ich sonst noch was für dich tun? Warum solche Sorgen um Devin? Wieso machst du dir solche Sorgen um Devin? Ich meine, er ist ein guter Junge. Klar, er mochte Jet etwas zu sehr. Aber er war kein Raider oder so. Er brauchte nur etwas Hilfe. Und zu unserer beider Glück bist du aufgetaucht. Da fragt man sich, ob Atom nicht doch seine Finger im Spiel hatte, was? Also, gibt es sonst noch was? Wär's Gebräu. Hast du noch was von deinem Gebräu? Hab gerade nichts. Komm in ein paar Tagen nochmal vorbei. Gibt's sonst noch was? Im Moment nicht, danke. Alles klar. Pass auf dich auf. Ich gebe mir Mühe. So. Jetzt wäre aber nicht schlecht, diesen einen möglichen Ketzer zu finden, ne? Wo bist du? Wo könnte es sein? Haben wir die Quest ausgerüstet oder nix? Oder ja, aber doch. Ah ja, die Notizen muss ich zuerst lesen. Entschuldigung, stimmt, da war ja was. Also, diverses. Ach, war es vielleicht beim Beicht? Pipapupu, ne? Notiz des Beichtvaters, ne? So muss es dann heißen. N. Notiz des... Da. So. Aubert. Aubert. Sprich mit Schwester Aubert. Aubert. Du suche die Dingens und so. Okay. Hier unten. Oder da drüben, draußen. Warte mal. Ach so, das sehe ich so nicht, ne? Geht's hier irgendwo? Nö, oder? Das muss schon drüben sein. Da
Ach, wir müssen mit ihm reden, oder was? Bevor Schwester Mai ihre Arbeit an den Dekontaminierungsbögen abschließt. Aha. Hilf Schwester Mai. Ach Gottchen, da ist so viel zu tun. Dann halt zuerst zu ihm. Wäh, ja, super, das... Kann er das halt einfach sagen? Wahrscheinlich ist das, ist diese... Die eine neben ihm, oder was? So, dann hier. Ja. Atom hat für uns alle einen Weg bestimmt. Du musst nur nach den Zeichen suchen. Okay. Das nehmen wir gerne mit. Wenn du die Gruft suchst, bist du hier falsch. Ich kümmere mich um alles. Wenn du was anfasst, reiß ich dir ein Bein aus. Kapiert? Alter, du bist freundlich. Gruft, das U-Boot, deine Aufgabe hier, ich sollte gehen. Was die Gruft? Gruft im U-Boot? Habt ihr nicht die ganze Basis? So bleiben unsere Gefangenen in der Nähe seines Leuchtens und der Familie. Hier sollte ein Kind die Ewigkeit verbringen. Eine wahre Ehre. Für wenige. Mhm. Platz in der Gruft verwehren. Das U-Boot, deine Aufgabe, wieder gleich, okay. Platz in der Gruft verwehren. Warum sollte man jemandem einen Platz in der Gruft verwehren? Du warst da draußen, oder? Dieser Ort ist gefährlich. Ein falscher Abzweig im Nebel, tut mir leid, Bruder, für die Familie verloren. Zu nah der falschen Siedlung, für die Familie verloren. Atom steht dir bei, wenn du Tektis schief anschaust. Magst Tektis nicht, oder wie? Du magst Tektis nicht, was? Wer nicht? Der Typ ist ein verdammter... Das ist... Ich mag Tektis. Aber ich... Ich glaube, du solltest gehen. Mhm. Durchsuche Schwester Auberts Koje. Auberts. Uberta? Uberts. Uberts, so vielleicht? Keine Ahnung. Wo ist die? Kajüte? Bin ich da richtig? Ich denke ja, oder? Schaut nicht so schlecht aus. Hier? Das? Nö, jetzt, oder? Da drüben. Da? Geht's hier weiter? Nö. Hä? Da ist gar nichts. Zumachen. Aufmachen. Deine Kajüte, wo ist denn die, bitteschön? Zeigt aber schon unten an, irgendwie, ne? Vielleicht geht's hier noch irgendwie runter. Hier vielleicht? Ah, das schaut schon besser aus, ha? Sind wir da richtig? Bruder Adlers. Stimmt das hier? Ich bin verwirrt. Taten. Ich werde mal... Ich werde mal das und das ausmachen. Vielleicht ist es jetzt leichter und besser. Gepriesen sei Atom. Hier drüben? Hm. Auch nicht wirklich. Ich hab den Schlüssel nicht. Aha. Na, das scheint schon da drüben zu sein. Das hat schon gepasst, da drüben. Das ist da, ne, so. Das müsste schon hier sein. Oder auch nicht. Irgendwie unter uns. Also doch hier. Und hier drunter. Geht's hier dann weiter? Das hier? Schon hier. Hey, guck dir das na, an. Edda, Entschuldigung. Hier dann. Und was soll ich hier bitte finden? Hier drüben. Kein Problem. Ich glaube nicht, dass ich da hinkomme.
Hä? Da ist ja nichts. Das ist ja wieder mal komisch. Das ist wieder total komisch. Komm her. Hier. Da komme ich jetzt gerade nicht mit. Da komme ich jetzt gerade echt nicht mit. Hä? Geh dorthin. Warte, ich muss mir durchlesen. Ich muss mir das jetzt mal durchlesen. Da stimmt ja was nicht. Durchsuche Schwester Oberts Koje. Nicht Kajüte, sondern Koje. Ja, aber da ist ja nichts. Herrschaftszeiten. Soll hier sein? Und dann ist da nichts. Ich hab dir nichts mehr zu sagen. Hm. Na, es scheint da zu sein. Es soll wirklich hier sein. Sollen wir hier schlafen? Ich probiere es einfach mal. Tut man aber eigentlich nicht, oder? Da ist was. Edgars Notiz. Meine liebe Aubert, du machst dir zu viele Sorgen. Selbst wenn der hohe Beichtvater meine enge Freundschaft mit Martin nicht akzeptiert, ist Richter ein Freund. Wenn es ein Problem gäbe, würde es mir mit der Großfanatiker sagen. Abgesehen davon sollten wir weiterhin unsere Truhe im Lagerraum nutzen, um Nachrichten auszutauschen. Du weißt, wie schnell sich hier Gerüchte verbreiten. Ich will nicht, dass du in irgendeine Intrigen hineingezogen wirst. Und falls dein Schlüssel mal wieder verschwunden ist, habe ich hinter einer Bank im Eingangsbereich der Umkleiden einen Ersatzschlüssel versteckt. Für alle Fälle. Ich zähle die Augenblicke, bis wir uns wiedersehen. Edgar. So viel herumzutragen, wird sie nur verlangsamen. Ja, ich steig schon wieder ein. So, jetzt sollen wir die Truhe finden. Zack, zack, zack. Na nü. Ich wollte eigentlich Licht und so. Jetzt, geht ja. Eine Truhe. Die Truhe. Wird die mir markiert? Inventar. Ich glaube ja. So. Hast mich mit deinen dummen Fragen auflaufen lassen. Ja, habe ich. Ich bin ja ein böses Mädchen. Ja, das hättest du nicht gedacht, was? Eine Truhe. Harbor hat das letzte Mal gegen die Kinder des Atoms gesündigt. Sein Urteil wird kommen. Ach du Heilige. Ach du Heilige, wo sind wir denn hier? Ach, du Heilige. Ja. Ach, du Heilige. Na, gute Nacht, ne? So. Gute Nacht. Ja. Alles super. Das ist immer verkehrt. Gut. Ich wollte hier eigentlich nur wieder raus. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie... Da geht's raus. So. Servus. Na, würdest du? So. Am Eingangsbereich ist ein Schlüssel für diese Truhe. Das müssen wir glatt... Also, den müssen wir jetzt da suchen. Licht. Danke. Aha, da leuchtet schon. Da.
Hier. Da. Ein Truhenschlüssel. Hatte ich das schon? Na, oje, oje. Da, da, da. Das hatte ich. Okay. Gut. Achso, Entschuldigung. Die Tür muss offen bleiben. Ich dachte, die wäre jetzt zu, aber Edda hat sie ja benutzt. Horuk. So, wo ist jetzt diese Truhe? Haben wir noch immer die Quest? Ja. Ich hoffe, wir sehen gleich, wo die Truhe sein tut. Ah, wieder drinnen. Bäh, immer dieses Hin und Her. Aber der Part ist zu Ende. Warte, ich laufe noch schnell hier rauf. So. Und für Ladebildschirm und so. Ja, ist nur ein kleiner zwar, aber gehen wir durch. So. Und hier bleiben wir jetzt mal. Na gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!